So, meine Herrschaften, das ist flott, dass Sie alle gekommen sind. Das ist recht. Nehmen Sie Platz. Es ist alles parat fürs Leitmahl. Es gibt etwas ganz Exquisites. Jawohl. Das Beste vom Besten. Wir haben eine kalte Platte bestellt, die sich gewaschen hat. Und einen sehr guten Wein. Was sich gewaschen. Alles im Sinn und Geist von unserer lieben Tante. Herr Pfenningen, kommt das Zeug? Wir wollen unsere Tante nehmen. Hummer, Lachs, Gückeli. Kalte Forelle, all im Schlee, Kaviar, Gänseleber. Was ist das? Forelle im Darm. Aber das kann doch... Schöpling und Hörtöpfelsalat. Ja, das haben wir doch nicht bestellt. Frau Pfenningen, warum geht man uns derichs auf den Tisch? Wo bleibt die kalte Platte? Sie ist umbestellt worden, meine Herren. Herdöpfelsalat habe ich am liebsten. Ganz im Sinn und Geist von der Fräulein Schönenberger habe ich etwas Einfaches bestellt. Sie hat mir aufgetragen, wenn sie mal sterben müsse, sie sollte ein bescheidenes Leichen mal machen. Bescheiden ist es. Wer hat eigentlich zu befehlen da? Sie oder die Haupterbe? Die Schüblinge sind auch nicht schlecht. Was bringen Sie da für einen Wein? Wir haben Flaschen bestellt und zusammen. Zu Herdöpfelsalat? Nein, zu einer kalten Platte. Eben. Prost, die Herren. Prost. Aufs Andenken von unserer lieben Tante. Ja. Das Gläschen von dem einfachen Wein hat er jetzt sicher auch noch gemundet. Sie hat nie Alkohol getrunken. Eben, ja. Das war halt eine solide. Was die Tante für uns gespart hat. Prost, Prost, Alois, auf meinen neuen Wagen. Du, der Platz ist doch gut und gern seine 30'000 wert. Das doppelt. Wir können nicht genug anstossen. Alois? Ich hätte mir gar nicht vorgestellt, dass Serben so einfach ist. Und ja leichter als Hüge verkaufen. Ja, ich glaube, dann schreiten wir zur Testamentseröffnung. Darf ich Sie bitten, Herr Vögeli, und ja. Sie, Herr Feusi, und Sie auch mit Ihrem Mäxli? Ja, Sie müssen auch dabei sein. Und Sie auch, Herr Rösi. Ich glaube, wir gehen am besten hier rüber. Ach, ja. Was haben denn ich bei dieser Sache? Ich komme jetzt noch, ich habe sowieso nicht viel Zeit. Ich schreite jetzt zur Eröffnung. Halt, was ist jetzt das? Vom Testament von Fräulein Amalia Schönen. Also, versteht ihr sein eigenes Wort nicht? Frau Pfenning, was ist da Ihnen los? Da versteht ihr sein eigenes Wort nicht. Entschuldigen Sie, das sind der feine Tomkatz. Sie hätten eigentlich erst morgen sollen. Jetzt sind sie halt heute so voll zum Üben. Dass die Kläuse so etwas überhaupt noch üben müssen. Ich hab Pietät los, so etwas. Bringen das in die Orli. Alois, komm mit. Ich mag so Musik noch gern, aber das... We'll be right back.
Dann haben wir es besorgt. Ja, gewusst wie. Haben Sie jetzt doch aufgehört? Haben denkt müssen. Da, schiessen Sie los, Herr Notar. Lesen Sie, Herr Feusi, Sie müssen da noch unterschreiben. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Die da alles, das gibt's doch nicht. Wir sind doch ihre Neffen. Stimmt leider nicht ganz, meine Herren. Sie sind Cousins zweiten Grades und das sind keine direkten Erben mehr. Und da hat natürlich das Fräulein Schöneberger sie können umgehen und hat Fräulein Rosa Stefanie Gubler als Universalerbin eingesetzt. Kommen Sie doch bitte morgen auf mein Büro zum Unterschreiben. Ich muss jetzt leider an eine Sitzung. Sie können das Testament natürlich anfechten, aber viele Chancen haben Sie nicht. Adieu. Das tut mir jetzt schon leid für Sie, aber das kann es gehen. Es tut mir leid. Ich habe es nicht gewusst. Ich meine, nicht alles so gegangen, wie Sie erzählen. Woher wissen Sie das? Man sieht mich ja schon von Weitem. Leer ausgegangen. Schade. Es wäre einfacher gewesen. Ja, nun. Adieu dann. Ich hatte gar keinen Wert, dass Tante gestorben ist. Du sagst es. Ich habe eine Idee. Das ist die Lösung. Ich heirate das Fräulein Röse. Wenn das der Gasser nicht macht, der ist ja Witwer.